Hallo und herzlich willkommen zu Seroim, unserem mittlerweile dritten Kochkurs der Seroim-Reihe. Herzlich willkommen auch diejenigen, die jetzt die Aufnahme dann später mal anschauen werden auf www.julmediatv.de und natürlich herzlich willkommen all jenen, die hier heute unter uns sind zu einem ganz besonderen Kochkurs mit einer ganz besonderen Köchin, aber dazu gleich mehr. Jeden Kochkurs beginnen wir mit einem kurzen Wort aus der Bibel. Denn wir haben festgestellt, das Wort Seroim kommt aus der Bibel. Es ist aus welcher Sprache? Weiß das jemand, der schon die ersten Kochkurse besucht hat? Aus dem Hebräischen, und es wird meistens in den Bibeln mit Gemüse übersetzt, aber es meint eigentlich die gesamte Bandbreite der pflanzlichen Ernährung. Und das ist, was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, pflanzliche Ernährung. Denn dieses Wort Seroim kommt aus einer berühmten Geschichte, der Geschichte von einem jungen Mann mit Namen Daniel, der sich nur von Seroim ernährt hat und innerhalb weniger Tage klüger, schöner und stärker war als der Rest aller Studenten der Universität von Babylon. Letztes Mal haben wir außerdem gesehen, dass Gott, als er die Nahrung geschaffen hat, zunächst einmal nur Seroim zur Nahrung geschaffen hat, nämlich das Obst und das Gemüse und das Getreide. All diese Dinge sollten dem Menschen von Anfang an zur Ernährung dienen. Und wir haben gesehen, dass Ernährung nicht nur gut sein muss für den Körper, sondern es muss auch gut schmecken und gut aussehen. Und heute möchte ich auch noch einen Bibelvers an den Anfang stellen, der etwas mit Ernährung zu tun hat. Und den wir uns dann während des Kochkurses immer wieder durch die Gedanken gehen lassen können. Der findet sich in 5. Mose 8. Und da spricht Gott, dass er das Volk Israel damals ernährt hat, gespeist hat. Und da sagt er in 5. Mose 8, Vers 2, er speiste dich mit dem Manna, das weder du noch deine Väter gekannt hatten. Wenn Gott uns zu essen gibt, dann gibt es viele Überraschungen. Ja, wenn wir einfach das essen, was es schon immer gab, dann ist der Speiseplan recht fad. Aber wenn man sich auf Gottes Ernährungs einlässt, dann gibt es immer wieder spannende Überraschungen, und ich glaube, auch heute gibt es einige Überraschungen. Und dann heißt es hier, dass weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Gott gibt uns Nahrung, nicht, dass wir nur einfach satt werden, sondern dass wir mehr erkennen, dass all das, was Gott uns gibt in der Nahrung, schon ein Hinweis ist, dass er uns noch mehr gibt, dass er uns sein Wort gibt. Und das heutige Thema, über das wir sprechen wollen im Kochkurs, ist ganz besonders angetan dazu, denn wir werden über ein ganz besonderes Getreide sprechen. Und dazu begrüße ich unseren Gast, die Corinna Blank, die heute extra vom Bodensee eingeflogen ist, nicht ganz, mit dem Auto gekommen ist. Und es geht heute um was für ein Getreide? Um Hirse. Es geht um Hirse. Und warum, was hat dich bewogen, einen ganzen Kochkurs zu gestalten mit Hirse? Weil Hirse einfach sehr gut schmeckt. Okay, Hirse schmeckt in allen Variationen. Ich meine, Hirse ist sehr gesund, ja. Das wissen wir auch, aber Hirse schmeckt einfach in allen Variationen besonders gut. Und wir haben heute tatsächlich Hirse in allen Variationen, so hast du auch den Kochkurs genannt. Einige haben vielleicht schon dieses Blatt hier sich genommen, wo die verschiedenen Dinge draufgeschrieben sind, die wir machen werden. Und ich bin schon ganz gespannt, denn es gibt Hirse als Brötchen, Hirse als Butter, Hirse als Tiramisu, alles Mögliche. Und du wirst uns jetzt mit was beginnen? Wir wollen anfangen mit Brötchen, weil die einfach am längsten dauern, weil die gebacken werden müssen. Starten wir, oder? Starten wir, ja. Okay. Also, ich habe da vorbereitet eine Schüssel mit Dinkelmehl. Man kann auch anderes Vollkornmehl nehmen, einfach. Das ist ganz egal. Kann auch eine Mischung machen. Ja. Du magst aber auch am liebsten Vollkornmehl. Ja. Und am liebsten Dinkel, weil Dinkel lässt sich am besten verarbeiten, finde ich, und schmeckt am besten auch. Genau. Das heißt, du gehst auch wirklich nach dem Geschmack. Genau. Das gefällt mir. Was die Familie will. Das muss ja auch gegessen werden. Genau. Und zwar machen wir das ganz klassisch. Wir machen ein, so wie früher das gemacht worden ist, ein Loch in die Mitte. Okay. Ja. Dann kommt ein halber Würfel Hefe rein. Ah. Also ganz klassisches Brötchen. Ja. Rezept. So. Gut, dann Salz, 2 Teelöffel, weil Salz darf man nicht vergessen, wenn man Salz beim Brot vergisst, das ist einfach fatal, das schmeckt dann überhaupt nicht. Wir hatten mal Brot ohne Salz bestellt beim Bäcker, das ist dann nicht so gut. Nein, der hat das vergessen. Der hat es vergessen, okay. Habt ihr es zurückgegeben? Das Erntedankbrot war das für die Gemeinde. Okay. Es war nicht so erfrischend. Jetzt kommt etwas Süßes. Viel der Dank geringer aus dann. Ja.
Um die Hefe, dass sie einfach schneller geht, muss was Süßes dazu. Ja. Honig. Ich habe heute da Agavendicksaft. Das geht genauso gut. Und jetzt kommt Wasser. Mhm. Einfach erst ein bisschen in die Mitte auch bloß. Und dann wird es ein bisschen verrührt. Bis dahin ist es ja im Prinzip eigentlich ein ganz normales Brötchenrezept. Ganz normales Brötchenrezept. Genau. Okay. So. Und das lasse ich jetzt so lange stehen, bis die Hefe sich bewegt. Okay. Aber ja, ich kann auch schon weitermachen. Im Endeffekt muss ich nicht. Es wäre besser zu warten, weil jeder Hefeteig, je länger ich den stehen lasse, umso besser wird er. Okay, ja. Ich kann auch ganz Gutes machen über Nacht. Mhm. Dann mache ich das mit kaltem Wasser und dann brauche ich weniger Hefe und dann schmeckt es einfach besser auch, besser, je länger das gegangen ist. Aber ja, dass es einfach ein bisschen schneller geht. Mhm. Machen wir jetzt noch, das ist jetzt das Besondere, wir machen jetzt Hirse dazu. Die Hirse. Die Hirse. Erzähl uns mal ein bisschen was über Hirse. Was genau ist diese Hirse? Hirse sieht eigentlich braun aus. Okay. Und wer die so kocht, der wird viel Freude beim Essen haben, weil sie kriegt man nicht runter, weil sie einfach zu hart ist. Hat eine ganz, ganz harte Schale. Hirse. Weil sie so klein sind. Ja, sind sehr klein. Okay. Und wir kaufen sie einfach geschält. Also das sind dann diese da. Okay. So sieht Hirse aus. Und deswegen sind sie gelb und dann ist das auch gekocht gelb. Genau. Ah ja. Gibt es verschiedene Sorten von Hirse? Muss man auf irgendwas achten? Ja, es gibt. Da, wo ich sie kaufe. Es gibt zum Beispiel in allen möglichen Läden, außer in russischen Geschäften. Bei russischen Geschäften habe ich gemerkt, dass die Hirse größer und einfach braucht sie ein bisschen länger. Ich mache immer ein Teil Hirse und drei Teile Wasser und das koche ich so lange, bis das Wasser aufgesogen ist. Ja. Ich kann Hirse wie Reis essen, dann kann sie ein bisschen körnig. Sieht auch ein bisschen, kleiner. Ja. Dann ist sie einfach körnig. Kann ich sie körnig lassen, aber wenn ich sie jetzt, wie wir heute verarbeiten, zu Puddings, zu Cremes, dann muss ich sie so lange kochen, dass sie wirklich ganz, ganz, ganz weich ist. Okay, das ist ganz wichtig. Das hast du jetzt schon gemacht? Ja, das habe ich schon gemacht. Wenn man sie nämlich heute nicht so weich kocht, dann haben nachher die Puddings so Böbbele drin. Okay. Das schmeckt nicht so gut. Wie sagt man Böbbele? Weiß ich nicht, das sagt man hier bei uns so. Aber du bist auch nicht von hier, nicht? Nein, ich bin auch nicht von hier, aber das habe ich übernommen. Und das ist interessant, das habe ich vorhin gerade abgewogen, das war zufällig so, das habe ich übrig gelassen. Das sind 100 Gramm Hirse roh. Ja. Und 100 Gramm Hirse roh hat zwei Drittel des Tagesbedarf an Eisen und über die Hälfte des Tagesbedarf an Magnesium. Das gerade bei vegetarischer Ernährung sind diese beiden Mineralien sehr wenig, kommen sie sehr wenig vor auch. Das heißt, man sollte Hirse auf jeden Fall fest einplanen. Einmal die Woche gibt es bei uns immer kochen wir in so einen großen Topf Hirse und das verarbeiten wir dann zu allen möglichen Sachen. Das kann man auch in Suppen reinmachen, man kann das also überall untermischen und ja, ist einfach was Besonderes, finde ich. Hirse wird ja schon seit langer Zeit angebaut. Ich habe gelesen, es ist eines der ältesten. Sogenannten ältesten Getreide. Ich meine natürlich, wenn man die Bibel liest, weiß man, alles Getreide ist gleich alt. Ja. Aber es wird seit Menschengedenken schon von Menschen gebraucht und benutzt. Und ganz genau. Gut. Und das kommt jetzt zum Brötchen. Ist auch ein bisschen gegangen. Sagen wir mal, das hat schon eine ganz gute Konsistenz. Jetzt machen wir da eine Tasse gekochte Hirse. Ich mache da so einen Schöpfer. Ich denke, das ist. Wenn ich keine Hirse habe, nehme ich auch gekochte Kartoffeln, Reis oder irgendwas anderes, weil einfach, wenn ich so eine gekochte Sache dazu mache, dann werden die Brötchen einfach saftiger. Die sind dann nicht so trocken und die schmecken auch noch am nächsten Tag gut, wobei frische Brötchen immer am besten schmecken. Das sowieso. Ist leider so. Okay. So. Und jetzt kommt das ganz Wichtige drauf an, dass ich jetzt den Rest Wasser dazu mache. Mhm. Und zwar sind das 400. Und dann ist beim Hefeteig, was wir halt immer ein bisschen die Arbeit und Mühe scheuen, ist halt das Kneten. Okay, aber das Hefeteig sollte sehr gut geknetet werden, sehr lang geknetet werden. Aber ohne Arbeit auch kein gutes Resultat sozusagen. Genau. Die Bibel sagt ja, wer nicht arbeitet, soll nicht essen, nicht wahr? Ja. Also ich verrühre das immer erstmal ganz kurz alles durch. Und dann schaue ich einfach auch, das ist je nach Mehl, wie das Mehl das Wasser aufsaugt. Brauche ich noch Wasser? Brauche ich noch Mehl? Das muss man immer bisschen abwandeln, das kann man auch im Rezept nicht so genau aufschreiben. Ja, das ist mein großes Problem, das sage ich in jedem Kochkurs, die Rezepte sind immer Pi mal Daumen, nicht? Ja, die sind immer Pi mal Daumen. Das werde ich nicht verstehen, aber. Wer natürlich eine Maschine hat, der kann das in der Maschine kneten, sollte man 10 Minuten kneten und immer so kneten, dass man die Luft reinknetet, dass es einfach locker ist. Ja, dass man einfach, man sieht ein bisschen komisch aus, aber immer so von außen nach innen und versuchen, so viel Luft wie möglich reinzukriegen, damit es dann locker bleibt. Ah, und ich habe jemanden mitgebracht, der mir das jetzt knetet, während wir ein anderes Rezept. Ja, gut. Wir begrüßen Johanna. Gut. Die hat sich die Hände gewaschen schon. Das ist dann immer gut auch. Zauberigen Händen. Ja, so, genau. Für die Verkostung nachher, auf die wir uns freuen. Wir machen weiter. Wir machen weiter, genau. Übrigens, wusstest du, was unser Kochkurs gemeinsam hat mit dem Hunnenkönig Attila?
Nein, aber du weißt es bestimmt. Wenn man den Hunnenkönig Attila besucht hat, dann gab es immer nur Hirse. Oh. Und heute gibt es auch nur Hirse. Und ja, da dachte ich mir, das ist interessant. Geht es heute zu bei uns wie bei den Hunnen? Hast du gewusst, dass der Pythagoras seinen Schülern wegen der geistigen und körperlichen Fitness jeden Tag Hirse empfohlen Tatsächlich? Hat? Tatsächlich, ja. Und dann hat er vielleicht auch unter Einfluss der Hirse den Satz des Pythagoras gefunden. Wahrscheinlich. Also jedenfalls hilft dann Hirse essen auch in der Mathestunde dann. Ja, genau. Okay. Also Hirse lohnt sich auf alle Fälle zu essen. So, das zweite Rezept ist die Hirse-Kürbis-Kern-Pastetchen. Pastetchen? Pastetchen. Was ist das Unterschied zwischen Pastete und Pastetchen? Das sind halt kleine Frikadellen im Endeffekt auch. Ah, okay, also. Okay. Also, die kann man sehr gut einfrieren. Pflanzliche Frikadellen. Da kann man eine große Schüssel ruhig machen. Wenn man sie nicht aufisst, lässt sich das sehr gut, also auch einfach haltbar machen, ja, im Gefrierfach. So, da habe ich auch schon zu Hause was vorbereitet. Und zwar kommen da 4 Tassen. Also wichtig ist es, dass ich immer dieselbe Tasse nehme. Okay, also so Tassenrezepte kann ich natürlich nicht. Die, ja, aber wie kann man das hier mit diesen Tassenrezepten? Ja, ist einfach. Gell? Ich denke, brauche ich nur auffüllen. Also hier sind jetzt in der Schüssel schon 4 Tassen Hirse, ja, und eine Tasse Reis. Halt. Also man sieht, das wird dann so fest. Ja, natürlich. Ja, genau, das kriegen wir schon gemeinsam hin. Na gut, wir haben noch ein anderes Ding. Gut, die Hirse. Mhm. So, dann kommt dazu Cashewnüsse, gemahlene Cashewnüsse. Okay. Die sind ja auch relativ reich an Magnesium. Ja. Und wenn man sich pflanzlich ernährt, kommt man um Cashew meistens nicht drum herum. Es gibt Cashewnuss, ja, und Cashewsoße und Cashew. Die lassen sich einfach zu vielen Sachen aus sehr, sehr gut verarbeiten, ja, auch Cashewnüsse. So. Wachsen nur in den Tropen, nicht, ja? Ja. Deswegen sind sie nicht ganz, ganz billig. Nicht ganz billig. Aber wenn es weiter so geht, vielleicht haben wir irgendwann auch hier tropische Temperaturen. So, und dann kommt wieder ein Teelöffel Salz. Bisschen Salz. Ich hatte mir noch irgendwo einen Teelöffel. Nehme ich den. Teelöffel Salz. So. Dann natürlich, wenn es Kürbiskernpastetchen heißt, müssen auch Kürbiskerne rein. Ja. Auch gemahlene Kürbiskerne. Man kann sie auch hacken, das muss man auch nach Geschmack machen, je nachdem, wenn ich das ein bisschen grober mag. So lange, bis ich mal keine Kürbiskernkur gemacht habe. Dann hatte ich sie einfach satt. Hast du eine gemacht? Ja, ich habe in Estland eine Kürbiskernkur gemacht. Wie lange erlebt man sich auf den Kürbiskern? Ich habe einen ganzen Tag, also einen Tag, eine riesengroße Portion Kürbiskerne gegessen. Wow. Und das ist, ja, okay, nicht so einfach. Beim ersten Bissen denkt man, oh, Kürbiskerne liebe ich. Aber nach einer großen Schüssel isst man sie nicht mehr so gern. Okay, und das war dann gut trotzdem? Das war für die Parasiten, weil der Kürbiskern, die haben da ist in der Hülle ist Kalium. Okay. Wenn ich mich nicht irre, Kalium. Yeah. Kupfer. Genau, die Stimme von hinten. Kupfer. Und Kupfer mögen die Parasiten, die fressen das und die platzen davon. Ach nein. Sie vertragen das nicht. Also man füttert sozusagen die Parasiten, bis sie platzen. Genau. Das ist der Wahnsinn. Und dann sieht man sie, wenn sie wieder da sind. Okay. Also die geplatzten. Also man hat da wirklich Beweise. Aber das ist eine andere Sache. So. Genau. Da kommt, aber das hat nichts mit unserem Rezept hier zu tun. Nein, das hat nichts. Also Kürbiskerne sind sehr gesund, haben alle essentiellen Aminosäuren. Auf einen Schlag. Jetzt kommt da noch Erdnusscreme dazu. Mhm. Erdnusscreme ist auch immer sehr gut. Erdnusscreme schmeckt auch sehr gut mit Banane. Gibt viel Energie. So. Und dann Salz haben wir alles dabei. Kürbiskerne. Erdnusscreme. Und eine Zwiebel. Also wer Zwiebel nicht so gern schneidet wie ich, der hat da so kleine Hilfsmittel. Ich habe jetzt noch frischen Salbei bekommen, weil es kommt noch Salbei da rein. Mhm. Dann machen wir das so. Der Was macht der Salbei da drin? Oh, wow. Der Salbei hat einfach ein Gewürz. Ah, okay. Als Gewürz. Das ist ja eine... Vielleicht zeigen wir das. Ja. Das heißt, da spart man sich so manche Tränen dann. So manche Tränen, aber es gibt eine gute Nachricht auch. Also für Kontaktlinsenträger ist normalerweise Zwiebelschneiden kein Problem. Okay. Aber wenn man Zwiebel schneidet mit einem lauwarmen Schluck Wasser, laut Jördes, okay, tränen die Augen nicht. Tatsächlich? Also muss man mal ausprobieren. Okay. Ich habe gedacht, nur wenn ich Wasser im Mund habe, kann ich nicht mehr sprechen. Das okay. ist, glaube ich, keine so gute Sache für hier. Ja. Aber manche schneiden auch mit Taucherbrille. Mit Taucherbrille? Ja. Tatsächlich. Das haben wir nicht gesehen. Ja, wenn man jetzt eine Zwiebel, das geht, aber wenn man einen Zwiebelkuchen machen möchte und da viel Zwiebel braucht. So. Das heißt, es wird quasi ein herzhafte Pastete. Genau, das ist herzhaft. Das heißt, Hirse lässt sich zu allen möglichen... Ja, Hirse geht halt wirklich sehr, sehr gut zu süßen Sachen, aber wir wollen ja nicht nur Süßes essen. Genau. So viel ist.
So viel süß ist es auch nicht. Obwohl ich natürlich alles, wir bei uns zu Hause sehr gern süß essen. Ach echt? Ja. Das ist ja eine große Ausnahme. Geld habe ich mir gedacht. Ja. So. So, das ist jetzt schon alles? Das ist alles. Jetzt muss das alles gut durchgearbeitet werden. Ich muss jetzt mal schauen, wie ich das noch mit sauberen Fingern hinkriege. Aber ich habe da einen Löffel. So. Kürbis ist auch relativ gesund, nicht wahr? Ja. Hat es da spezifische Dinge, die Kürbis gut sind? Also ich habe zum Beispiel gelesen, es ist gut für die Arterien. Ja. Vielleicht. Bestimmt. Wenn ich es gelesen habe, okay. Ja, also ich weiß nur, dass eben dass die Aminosäuren da alle da sind, die sonst in der Ernährung nicht immer alle so vollzählig sind, dass es bei Kürbis ist und sonst auch Eiweiß. Ja. So. Gehört ja auch zu den Dingen, die in Südamerika eigentlich so kultiviert worden sind. Und ja. Wir haben hier in den Kochküchen schon verschiedene andere Dinge gehabt, so Quinoa und solche Dinge, ja, die wir alle den Amerikanern zu verdanken haben. Kommt doch manches Gute von Amerika. Ab und zu, nicht, ja? Ja. Also es wird eine richtig klebrige Masse. Okay. Das kann man aufs Brot essen, oder? Nein, das wird gebacken. Also, das sind jetzt die Frikadellen. Ja, genau. Also kann man Frikadellen auch zu Null aufs Brot essen. Kann man dann, wenn es zu kalt ist, kann man dann genau aufs Brot essen. Und durch den Reis, also hier ist also Reis und Hirse dabei und der Reis klebt das auch noch mal ein bisschen zusammen. Mhm. Hirse hat sowieso auch so Bindeeigenschaften. Man kann Hirse auch statt Ei in Frikadellen oder auch in anderen Sachen verwenden, weil das sehr, sehr viel Ballaststoffe hat, lösliche Ballaststoffe, die halt dann einfach das... Ist ein bisschen wie Eiersatz dann. Genau, wie Eiersatz. Ah ja, das ist ganz gut, weil... Auch bei Kuchen und so ist einfach das sehr gut. Das ist ja auch eine Frage, die viele haben, wenn sie sich auf pflanzliche Ernährung umstellen, wie sie dann Ei ersetzen können. Genau. Gut. Ein Tuch. So. Also das sind jetzt... Mach nur ein ganz klein bisschen. Oh, da müssen wir ein bisschen Mehl dazu machen. Gut. Noch ein bisschen. Und was das Schöne ist an dieser Variation von Frikadellen, finde ich, dass man sie nicht in der Pfanne ausbraten muss. Okay. Weil das ist immer so eine Sache auch. Dann mit dem Öl. Mit dem Öl. Ich brauche hier kein Öl. Gar kein Öl. Ich muss das nicht hin und her wenden in der Pfanne, dass die Panade nachher abfällt und ich nachher so unglücklich bin, bis die alles beieinander sind. Ich mache es jetzt hier wirklich nur auf ein Backblech. Mhm. Ich zeige das kurz. Und zwar brauche ich mir nicht mal die Finger dreckig zu machen. Wow. Ich nehme da ein Glas mit Wasser. Also, und dann ist es eine ganz einfache Sache. Eintunken, abstechen, draufdrücken und dann einfach mache ich dann. Okay, dann formst du sie so. So genau. Die Form. Ich meine, wenn ich natürlich mit der Hand form, kann ich kleine Kugeln machen, jede gleich machen. Oder kleine so sind sie, oder Türmchen. Oder? Ja, so sind sie halt ein bisschen, ja, nicht so gleich geförmt. Also ich kann jetzt da. Klar. Sind sie ein bisschen. Das dann nach Belieben. So. So. Mhm. Gut. Super. Da haben wir noch eine Helferin, die das macht. So, wie viele Helfer hast du mitgebracht? Zwei. Nur zwei? Gut. Also. Halt. Das ist nachher für die Brötchen. Ich mache der Johanna noch ein bisschen Mehl dazu. Eben. Aber das ist schon gut geknetet. Der Teig, der ist dann so ein bisschen gummiartig. Ah ja, die Brötchen machen Fortschritte. Die Brötchen machen Fortschritte. Und so. Wir schreiten vor zu... Zu? Hirsebutter, richtig? Ja, genau. Hirsebutter, das habe ich mich gefragt, was ist das? Kräuterbutter kennt man, Knoblauchbutter kennt man, aber was ist Hirsebutter? Also... Ist man das aufs Brot? Verwendet man das wie Knoblauchbrot? Knoblauchbutter, das kann man, das ist so, das kann man, also das ist, Hirse schmeckt ja eigentlich nach fast nichts. Okay. Ist ja wie Reis auch. Deswegen kann man es überall verwenden. Ohne Gewürze ist ja das relativ geschmacksneutral. Ja, ja. So, egal was ich jetzt dazu mache, dann kann ich das in jede Richtung variieren auch. Ja. Und wenn ich jetzt eine Hirsebutter mache, mache ich die auch in zwei Variationen. Einmal mache ich sie nur mit bisschen Gewürz oder ich mache sie viel mit Kräutern. Ich kann sie auch süß machen letztendlich. So eine, quasi so eine Kräuterbutter dann. Genau, eine Kräuterbutter. Okay. Das habe ich jetzt vor, weil wir ganz viele gute Kräuter haben. Ah. Und brauchst du noch Mehl? Hast du viel? Okay, dann klappt es. Gut. Das habe ich mal von jemandem gehört, das Rezept. Das haben wir auch nur so mündlich mal übergegeben. Okay. Hat uns so gut geschmeckt. Und das ist auch das kann ich auch zu Kartoffeln essen. Ah ja. Das schmeckt zu Kartoffeln mit, oder schmeckt auch ganz gut mit einer Bohnencreme. Okay.
Also das ist... Gibt es viele Variationen. Variationen? Ich denke auch, das ist immer so, ja, da kann man Fantasie, muss man einfach ein bisschen walten lassen, je nachdem, auch mit den Gewürzen. So, jetzt kommt der Thermomix ein bisschen in Einsatz. Ja, den kennen wir schon hier. Den kennt ihr schon, das ist das alte Modell noch. Ah ja. Okay. Ihr habt schon den neueren gehabt, habe ich gesehen. Die neuesten Funktionen schon alle ausprobiert, aber... Ja, jetzt kommt da, und zwar... Das ist das Salz. Kokos. Kokos? Kokos kommt jetzt dazu zu Hirse. Also muss man Kokos mögen für Hirsebutter. Ja. Magst du Kokos? Ja, ich mag Kokos sehr gerne. Du magst gern? Ja, super. Dann hast du ja das Richtige. tolle Pflanze. Man kann auch einiges von der Kokospalme lernen. Ich war die Kokospalme, die ist so eine schwache Palme, aber sie beugt sich im Wind und dann steht sie wieder auf. Boah. Und man kann allein von Kokos überleben. Oder? Genau, man kann alles möglich, sogar Kleidung und Häuser aus Kokos. Also ich weiß, wird in Polynesien gibt es viele Menschen, die leben allein von der Kokospflanze. Boah. Das ist eine tolle Pflanze. Man kann das Kokoswasser trinken, man kann es essen, nicht wahr? Schon super. Und wenn man die Kokosnuss knackt, wenn man sie aufmacht, muss man sie im Backofen legen, bei 120 Grad, und dann springt sie allein auf und das Fruchtfleisch löst sich ganz leicht. Irgendwie. Okay. Also, machen wir Kokos ein. Kokos, und zwar der Kokos ist ja, kriegen wir ja Kokosraspeln. Mhm. Und das wäre nicht so schön, weil das eben auch diese Struktur halt hat beim Essen nachher. Ich habe den Kokos ganz fein gemahlen. Mhm. Man könnte als Ersatz auch Kokosmilch nehmen, wenn ich noch feiner möchte. Ja. Kokosmilch wäre noch Alternative. Also das ist jetzt, jetzt muss ich mal gucken, sieht mir so viel aus, 100 Gramm Kokos. Na, jetzt. Doch, stimmt. So. 100 Gramm ungefähr. Angenommen, man mag jetzt keinen Kokos. Gibt es irgendeine Variante, wie man das... Cashew, okay. Ist auch relativ neutral, genau. Also man könnte das bestimmt auch mit anderen Nüssen machen. Jetzt kommen dann gekochte Hirse dazu. Und das ist wirklich am besten, wenn die gekochte Hirse, wenn sie warm noch ist. Weil wenn sie warm ist, lässt sich einfach besser verarbeiten. Da. Hirsebutter, 450. Da. Die dampft noch. Ist noch nicht genug. So, genau. Und dann haben wir noch Salz. Dann haben wir Salz. Salz haben wir Salz. Wir hatten das schon. Wir hatten Salz, klar. Ja. Genau, hier ist Salz. Auch ein Teelöffel. Und dann gibt es Kurkuma. Genau, Kurkuma. Das macht es gelb. Genau. Wenn man nicht aufpasst, macht es die ganze Küche gelb. Das färbt nämlich überall, da wo man es auch nicht haben will. Okay. Aber man kriegt es wieder raus, oder? Man muss dann schon ein bisschen, also in die Kleidung ist es sehr schwierig. Okay. Aber auch bei der Küchenablage, da muss man schon ganz schön dann Hand anlegen. Also vorsichtig mit der Kurkuma. Ja, und man muss das Gewürz mögen. Es hat ein bisschen Eigengeschmack. Okay. Man riecht es. Ja, aber es soll auch ganz sehr, sehr gut sein. Ja, das ist meine Frau bakterientöten auch. Ganz viele Suppen, Soßen rein. Genau, das wollte ich gerade sagen. In Suppen, in Soßen und in diesen Sachen. Wirkt gegen allerlei Entzündungen auch. Okay. Sorgt für eine gute Verdauung, gerade auch bei Eintöpfen, wenn mit Hülsenfrüchte gekocht wird, ist das eine gute Sache auch. Okay. Kurkuma. Kurkuma. Okay, jetzt haben wir Kurkuma drin. Haben wir alles drin, genau. Und dann wird das einfach nur noch gemixt. Zusammengebuttert. Genau. Schon schön gelb, gell? Hi. So. Also so sieht es normalerweise aus, wenn ich jetzt keine Kräuter mache. Ja. So. Okay, vielleicht sagen wir es kurz in die Kamera. Und die Kräuter, die... Jetzt machen wir die Kräuter dazu. Grün-gelb. Und ich finde, wir haben oft gesagt, es hat irgendwie so ein bisschen Geschmack mit Schnittlauch. Schmeckt uns ein bisschen nach Ei, nach Rührei. Okay. Es sieht Erinnerung an alte Zeiten, ja. Es sieht ein bisschen so aus, finde ich. Ist doch schön. Und ich weiß nicht, vielleicht, weil man bei uns früher auch Rührei mit Schnittlauch gegessen hat. Vielleicht kommt es daher. Ja. So. Also, ist eine relativ schnelle Sache. Also, die Kräuter müssen vorher natürlich gehackt sein. Ja. Jetzt nochmal da. Und dann ist es wirklich frühlingsbunt. So. Dann habe ich eine Form.
Also ich kann das einfach jetzt in eine Schüssel machen mit dem Löffel essen. Ich kann das aber auch in eine Form machen. Die habe ich vorher ein bisschen mit Wasser ausgespült. Mhm. Jetzt versuche ich die ganze Sache da reinzubringen. Das ist halt mal. Warte mal, ich guck mal, ob ich das vielleicht. Das ist. Ja. So. Das sieht auf jeden Fall schon mal äußerst gut aus. Also die Farbe. Es ist halt immer, das Auge isst mit und ich denke auch, die Farben machen doch was aus, gell? Genau. Ich denke. Die Pflanzen und die Früchte sehen ja auch alle sehr bunt aus. Da hat sich Gott schon was dabei gedacht. Gott hat sich was dabei gedacht und ich glaube, man hat der Pflanzenernährung keinen Gefallen getan, als man früher alles so viel grau in, braun in, so gekocht hat, nicht wahr? Ja, ja, eben, eben. Ja. Wenn man die Sachen tot kocht, dann verlieren sie natürlich ihre Farbe, gell? Ich denke. Am besten sind die Sachen immer so zu essen, wie sie sind. Mhm. Außer bei Hirse geht das natürlich nicht, haben wir ja gehört. Wir gehört. Deswegen müssen wir sie so gut verarbeiten. Ah, siehst du, das lassen wir. Gut. So. Und die wird dann relativ schnittfest in dieser Form. Ah, das kommt dann in den Kühlschrank. In den Kühlschrank. So. Kann man im Prinzip wie normale Butter verwenden dann? Ja, die kann ich dann stürzen, weil die ausgespülte Form. So, dann darf ich das jemand in den Kühlschrank geben und das zum Ausspülen. Genau. Mache ich nur unten noch eins. So. Das war die Butter? Oh Leute, jetzt warte mal, wenn das nicht so guckt. Jetzt muss ich da noch mal gucken. Kurz probieren. Ja. Da fehlt, glaube ich, ein Blech. Pass auf. Das habe ich natürlich nicht aufgepasst. Das brauchen wir für die Brötchen, weil es gibt nur zwei Bleche. Ah, okay. Wir machen das extra. Ja, da ist die gute Arbeit. So. Okay. So, Jördis, du kannst das runterbringen. Also das sind die Frikadellen noch einmal. Ich mache sie noch einmal, korrigiere ich noch mal. So. Ja. So, dass sie schön flach sind. Christopher, guck mal ganz kurz, wie lange die im Ofen sein müssen, die Frikadellen. Die müssen 40 Minuten backen bei 180 Grad. Also 40 Minuten bei 180 Grad, ja, das darfst du gerade unten abgeben. So. Ja, und die Brötchen? Dass die ein bisschen schön aussehen, da haben wir da eine Schale mit Wasser. Dann haben wir schwarzen Sesam und weißen Sesam. Schwarzen Sesam und weißen Sesam? Ja. Okay. Und dann werden sie einfach, ich glaube, die sind noch zu dünn. Also manchmal, nicht so viel auf einen Schlag. Du knetest nochmal. Es kann nicht schaden, ein bisschen mehr. Okay. Also wir gucken dann nochmal danach. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist genau. Was gibt es als nächstes? Okay, jetzt haben wir schon mal die kräftigen Sachen abgearbeitet. Jetzt kommen wir zu den guten Sachen. Ja. Jetzt kommen wir zum Tiramisu. Genau. Da habe ich mich drauf gefreut. Ich habe nämlich früher viel und gerne Tiramisu gegessen. Oh. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, wie das Hirse-Tiramisu wird. Ja. Vielleicht ist einer auch enttäuscht, weil es ein bisschen anders ist. Gell? Ich denke, das fängt schon an mit dem Boden, der anders ist. Okay. Und zwar habe ich da statt diese Löffelbiskuits, die haben natürlich viel Zucker enthalten, habe ich einen Zwieback, der ungesüßt ist. Das ist für den Boden. So. Müssen noch auf den Thermomix dann warten. Gut. Okay. Dann brauchen wir einen starken Getreidekaffee. Gibt es verschiedene Sorten mittlerweile? Gibt es verschiedene Sorten. Also das Karo ist meistens, ja, das geht alles. Vielleicht sagen wir an der Stelle einfach auch mal, warum es gut ist, Getreidekaffee zu nehmen und keinen richtigen Kaffee, weil der Tiramisu wird ja normalerweise immer mit richtigem Kaffee gemacht. Und das ist ja eigentlich auch pflanzlich. Vielleicht wäre ein Wort dazu vielleicht ganz interessant, was dagegen sprechen würde, richtigen Kaffee zu nehmen. Ja, richtiger Kaffee ist auf alle Fälle machtabhängig, Koffein. Wollen wir nicht, dass wir dann, ich habe selber jahrelang viel Kaffee getrunken und habe dann wirklich schon nachts Beschwerden gehabt, dass mein Arm nicht mehr richtig zu bewegen war. Und wirklich? Ja, ich habe Kaffee geliebt, über alles auch. Also, aber ich habe gesagt, ich bin so froh, dass ich das nicht mehr brauche, dass es eine gute Alternative gibt auch. Du weißt, wovon du redest. Ja, okay. Das ist... Es betrügt ja letztendlich das Gehirn, genau. Der Kaffee, nicht? Ja?
Man denkt immer, man fühlt sich, ich habe sehr viel Kopfschmerzen gehabt auch und habe gedacht, jetzt Kaffee hat mir sofort immer geholfen. Mhm. Und da ist man so im Teufelskreislauf drin. Körper denkt, es ist in Ordnung, aber es ist gar nicht in Ordnung. Ja, weil es hilft ja in dem Augenblick auch. Scheinbar, ja. Scheinbar, gell? Und es geht dir besser, aber es nur auf kurze Zeit auch. Auf kurze Zeit. Also Getreidekaffee hat das alles nicht. Hat das alles nicht, genau. Also das ist... So, ich mache das auch mit kaltem Wasser, weil dass die Zwiebäcker nicht so durchmatschen, sonst fallen sie mir gleich auseinander, wenn ich sie da reinbringen möchte. Ich brauche noch ein bisschen Wasser. So. Gut. Jetzt ist das eine ganz einfache Sache, dass ich das... Wie viele Personen wird dieses Tiramisu reichen? Ja. Also das mal das kommt drauf an, was es noch gibt. Dass ich nicht mit esse. Ja, das ist schon eine größere Portion, so eine Schale auch. Also da kann man schon ein paar mehr Leute mit. Ja. Ja. So, einfach wird der Zwieback da eingetunkt. Und dann einfach ausgelegt. Genau. Untere Schicht. So. Das reicht gut. Man hat ja mal ein Experiment gemacht mit Kaffee, vielleicht kennst du das, wo man Spinnen verschiedene Drogen gegeben hat. Kennst du das? Nein, sag mal weiter, vielleicht fällt mir das ein. Da hat man Spinnen, ich glaube Heroin und Kokain und Nikotin und Kaffein gegeben und dann getestet, wie die Spinnen dann ihre Netze bauen. Ach ja, genau. Das kennst du vielleicht, ne? Und ja, das ist Heroin ganz interessant. Beim Heroin und Kokain war das schon so ein bisschen daneben, aber nirgendwo war es schlimmer als beim Koffein. Boah, wenn man überlegt, gell? Man denkt immer nur bei den Drogen, an den anderen Sachen, an die man halt nicht nimmt, denkt, naja, das ist das Schlimme. Ja. Und selber. Und wo auch Kaffee überall drin ist, auch in manchen das Sachen stimmt. Versteckt, wo man gar nicht drauf kommt. Wo man gar nicht drauf kommt, ja. Gerade für Kinder, weil viele Sachen auch dann Kinder... Lohnt sich da nachzugucken auch. Ja. So, die untere Schicht ist geschafft. Brauchen wir nur den Thermomix. Den Thermomix, da warten wir drauf. Der kommt wahrscheinlich sofort wieder. Wie viele Schichten kommen denn da? Eine Schicht kommt noch. Ach, nur eine Schicht. Okay. Noch eine Schicht. Und zwar diese Creme. Mhm. Da kommt er schon. Wie gut. Da kommt er schon. Sehr schön. Sehr schön. Das geht ja wie am Schlüssel. Ganz schön sauber. So. Und was machen wir jetzt da drin? Da kommt jetzt diese weiße Creme. Einfach diese Tiramisu-Creme auch sozusagen. Was das Tiramisu zum Tiramisu was ausmacht. Macht. Ja, also... Da habe ich auch ein bisschen experimentiert. Das ist dann irgendwo, das ist ja so dieser säuerliche Geschmack, Zitrone auch. Also auf alle Fälle muss da viel Zitrone rein. Okay. Wo steht er denn? Hier. Genau. Also ich nehme wieder gekochte Hirse und zwar 800 Gramm. So. Das heißt mit so einer ganze Menge. So einem Topf kann man einiges kann man machen, aber unbegrenzt richtig. Ist er nicht. Das stimmt, das ist nicht wie in der Bibel, wo dann immer rauskommt. Ja. Also man kriegt schon einiges, gell? Schauen wir mal, was das dann sagt. Ah, ganz genau fast. So, die Hirse, dann eben Zitrone. Und bei der Zitrone die sind schon gewaschen, da kommt auch mit Schale rein, weil die Schale hat nochmal ein ganz intensives Aroma und Zitronenschale ist auch sehr gesund. Nicht wirklich. Auch in der Zitronenschale stecken viele Sachen drin. Ich habe auch da ein Getränk schon vorbereitet, da mache ich auch immer die ganzen Schalen mit rein, weil es schmeckt besser. Mhm. Und in der Schale sind eben auch Stoffe, die auch gegen Krebs wirken. Und tatsächlich. Man sollte jeden Tag Zitrone essen, das belebt. Ja. Gerade schon morgens nach dem Aufstehen Zitronensaft. Mhm. Man kann ja mit Zitronen auch wirklich krasse Sachen machen. Ich habe gehört, dass man, ich habe Leuten gehört, die Zitronenkur gemacht haben. Oh ja. Und damit entgiften. Ja, also das ist schon ein ganz wirksames Mittel. Braucht man dann andere Mengen nicht mehr, als die wir jetzt hier in das Tiramisu reintun. Ja, also. Also ich kenne einen Zitronenkur, die ist relativ harmlos. Da fängt man mit einer Zitrone an, steigert das bis zu 7 und dann geht man wieder rückwärts. Also da hat man 7, ist dann die höchste Zahl. Okay. Das finde ich schon eigentlich sehr viel, aber es gibt Leute, die toppen das. Ja. So ist es in meinem Leben. Ich ja, genau. Es gibt immer noch mehr. So, und dann kommt auch der Saft dazu. Okay. Das muss man auch ein bisschen nach Geschmack machen. Man kann da nicht sagen, eine Zitrone, muss ich das ein bisschen rübernehmen, dass da nicht spritzt. Das ist immer, manche Zitronen sind riesengroß, dann guckt man rein, dann ist da nur so ganz kleines Fruchtfleisch. Aber die sehen relativ gut aus. Ich nehme mal 2. Ich
So. Was kommt noch rein in die Fülle? Jetzt kommt ein Soja-Joghurt. Soja-Joghurt? Ja. Das ist der hier. Da kann man einen, man kann da einen nehmen, der neutral ist, ohne Geschmack. Ich habe jetzt einen genommen, der ist schon mit Zitrone auch. Ah, okay. Das ist dann nochmal ein bisschen, passt dann, passt dann sehr gut und ist vom Geschmack dann auch. Hey. Da kommt der Ganze rein. Und dann muss es noch gesüßt werden. Und dazu nehmen wir dann? Ich süße ganz, ganz gern mit Datteln, aber hier muss die Creme weiß bleiben. Ah ja, sonst ist es kein Tiramisu mehr. Ja, sonst ist kein Tiramisu mehr. Und dann ist nur eins, was da eigentlich gut geht, ist Agavensirup. Agavensirup geht auch für Diabetiker, weil es eine Pflanze ist, was sie gut vertragen können auch, anders wirkt. Und dann habe ich noch die Cashewkerne vergessen. Ah ja. So, dann ist damit Cashew, dann wird es einfach cremiger. Man kann das auch die Nüsse ganz weglassen, wenn man es also fettfreier möchte auch. Und Agavendicksaft brauchen wir wie viel? 120 Gramm. Ich muss immer warten, bis die Waage. Das geht nicht. Na? Will er nicht? Den stört die Kamera jetzt. Wird sich beobachten. Die Kamera irritiert ihn, ja. Okay, jetzt wird das Ganze gemixt. Halt, dann da oben ist noch. Mensch. Gut. Darf eigentlich nicht mehr kleben. Darf nicht kleben. Mach noch ein kleines bisschen. Ist noch zu dünn. Ja. Mach die Hände sauber. Gut. Wird schon. So. Okay. Thermomix ist so eine kleine Wunderwaffe, oder? Ja, also das, also vegetarische Gerichte ohne Thermomix ist fast, es ist schon möglich auch, ne? Aber ich denke, einfacher ist es mit. Einfacher wir ist haben es immer mit. So unser 1-Minuten-Werbeblock hier. Ja, ich muss ganz kurz probieren. Und? Ja. Okay. Es sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. Ja. So. Irgendwo habe ich noch. Dem Kameramann tropft schon der Zahn. Irgendwo hatte ich noch was etwas du? Zu einem. Zum. Ja, warte mal. Zum Verteilen. Ja, das siehst du, da habe ich es doch irgendwo. Dass es schön sauber wird. So. Auch alles rauskratzen, dass nichts drin bleibt. Und dann, wenn wir das haben, was wird dann der nächste Schritt sein? Dann kommt eine Schicht mit Karob-Pulver obendrauf. Ah, Karob. Weil das muss ja obendrauf dunkel sein, Tiramisu. Ganz genau. Und es geht ganz gut mit Karob. Statt Kakao. Karob, ich habe da eine Schote liegen. Da hast du eine. Kennst du das? Oh ja. Als ich vor 2 Jahren war ich in Italien, Süditalien, da essen die das so quasi. Vom Baum. Vom Baum, genau. Und meine Frau hat mir erzählt, das sind die Kerne da drin, ne? Ja. Die sind giftig. Da habe ich so panische Angst gehabt, die zu essen. Giftig? Ja, die sollen nur giftig sein. Die wurden früher als Zahlungsmittel benutzt, diese Kerne. Wirklich? Darum das Wort auch Karat. Nein. Ja, weil die waren eben so wertvoll. Wow. Und man kann aus den Kernen macht man eigentlich Johannesbrot-Kernmehl, was zum Andicken was benutzt wird. Was heißt eigentlich Johannesbrot? Warum? Baum. Weil Johannes der Täufer sich davon ernährt hat. Und keine Heuschrecken gegessen hat. Gott sei Dank. Das hat mir nie gefallen. Obwohl die auch viel Eiweiß vielleicht haben. Ja. Aber wahrscheinlich wäre man nicht satt geworden. Eben, von eben. Ein paar Heuschrecken. So. Genau. Das Brot von Johannes dem Täufer. Das ist dann das Karob. Da gibt es auch verschiedene Qualitäten. Manches ist ein bisschen dunkler.
was aus. Das schmeckt jetzt nicht mehr. Wenn man es frisch vom Baum ist, ist es ganz weich. Ja. Kann man richtig gut essen, finde ich. Und das ist jetzt einfach ein helleres. Manches schmeckt ein bisschen bitterer, manches ein bisschen süßer. Also das ist auch je nach verschiedene Sorte Qualitäten auch. Okay. Das machen wir mit dem Sieb einfach jetzt da drüber. So. Jetzt könntest was du machen, Christopher. Soll ich das machen? Ja, komm. Dann habe ich das Gefühl, dass ich auch was getan habe. Ja, hat. Ich guck mal nach den Brötchen. Das sind so die kleinen Arbeiten, die ich zu Hause auch tun darf. Ja, jetzt machst du die Hände ein bisschen nass. Mach mal die Hände ein bisschen mit Mehl. Da kann man nicht wasch so die Hände haben. Und dann machst du das unten. Mach unten die Hände waschen und dann kommst du dann. Obwohl, die Verteilung muss dann auch stimmen, ne? Genau. Gibt es da eine bestimmte Angabe, wie viel Zentimeter das? Schön dick. Ach, schön dick, okay. Ja, kann nichts schief gehen. Okay. Da lachen Leute im Publikum, ich weiß gar nicht warum. So. So. Ja, das, na, das wird ist doch. So, ja? Hättest noch ein bisschen glatter streichen können, aber das war jetzt meine Schuld. Das konntest du nichts dafür. Ach so, konnte ich dafür. Okay, nein, du hast das sehr schön gemacht. Okay. Und aber am Rand jetzt diese weißen. Ja, da muss man halt ein bisschen gucken, da wird der Tisch ein bisschen mit in der Leidenschaft gezogen. Oder macht man das manchmal auch, dass man so ein bisschen was weiß lässt? So. Ach naja, eigentlich. Ich mach's nicht, man könnte es machen vielleicht. Okay. Könnte auch ein Muster rein kreieren, einen Schriftzug. Aber wahrscheinlich würden dann die Italiener sich beschweren. Ja, so. Kannst du Rabea überraschen? Kannst du sagen, du kannst es schon? Ich kann schon zumindest die Oberschicht von Tiramisu. Ja. Ja, ja. Man lernt sich aus. So. Sehr schön. Gut, ne? Und das kann man gut einen Tag vorher vorbereiten, also das kann da ruhig stehen. Ja. Also man muss das nicht. Über den Kühlschrank oder so. Ja. So, jetzt habe ich hier noch eine kleine Ecke. Und jetzt super. Bedeckt. Sehr schön. So, das darf auch in den Kühlschrank gebracht werden. Also darauf freue ich mich am meisten. Echt? Ja. Und, naja, schauen wir mal, was noch raus wird. Was kommt jetzt als nächstes? Jetzt haben wir noch. Jetzt kommt eigentlich aus dem Rezept ist das Tiramisu entstanden, jetzt kommt die Donauwelle. Die Donauwelle? Genau. Jetzt, ich habe keine Ahnung gehabt, was Donauwelle ist, bis ich gelesen habe, dass das genau dasselbe ist, was ich als Schneewittchenkuchen kenne. So sind die Sachen. Schneewittchenkuchen. Und Donauwelle und Schneewittchenkuchen ist ein großer Unterschied, nicht wahr? Aber es ist ein und derselbe Kuchen. Ja. Also, und den gibt es jetzt quasi in pflanzlicher Ausführung. Genau, da genau. Bin ich gespannt drauf. Da habe ich lange probiert, weil das meine Kinder immer so gern gemocht haben. Ja. Da habe ich gedacht, das muss doch irgendwie auch anders das herzustellen sein. Das ist eine eigene Kreation, diese Donauwelle. Ja, genau. Also ich habe schon ein paar Hilfsmittel auch vor dem Boden, habe ich ein bisschen überall was rausgeschaut. Aber so die Ober- und Mittelschicht, jetzt muss ich nur ganz kurz schauen. Und zwar, dass wir die richtigen Sachen, genau. Das soll noch jemand unten warm machen. Das brauchen wir noch dazu, dass es dann auch da ist, wenn wir es gut. Soll das hier beiseite tun? Kannst du ein bisschen beiseite tun, so dass wir ein bisschen Platz haben. Dann geht's jetzt und an zwar die schöne blaue Donau. Ist eigentlich eine ganz einfache Sache auch. Und zwar der Boden ist ein Rührteig. Mhm. Also ist wirklich so, wie man sagt, das rührt man einfach alles ein. Und zwar ist der auch ohne Fett und zwar mit Nüssen. Ich habe jetzt hier Haselnüsse. Die Nüsse, also Haselnüsse schmecken sehr, sehr aromatisch. Walnüsse schmecken auch sehr gut. Sieht ein bisschen, kann auch Cashewnüsse nehmen, ich kann auch Kokos nehmen, egal, Hauptsache Nüsse. Okay. So. Und sind ja auch alle gut für bestimmte Dinge, vor allem. Genau, aber der eine verträgt manches nicht und so, deswegen muss man mal ein bisschen gucken auch, gell, dass bisschen man flexibel das sein. Bisschen flexibel sein. Genau. So, dann kommt ein Grieß. Okay. Hier kommt jetzt praktisch kein Mehl, sondern Grieß dazu. Dinkelgrieß. Passend zu unserem Brötchen. Genau, dass wir da bei der richtigen Sache bleiben. Ich messe das bloß hier oben aus. Kommt 200 Gramm Dinkelgrieß dazu. Ich glaube, das ist super. Das ist, glaube ich, ein bisschen fast. So. Dann mit dem Zucker ist immer so eine Sache. Ja. Ich nehme am liebsten den Vollrohrzucker. Da gibt es auch Rohrohrzucker. Das ist wirklich. Rohrohrzucker. Ja, das hört sich fast noch gesünder an, weil da roh steht. Das denkt man. Also es ist immer so ein bisschen
ja, ich weiß nicht. Vollrohrzucker, da ist einfach das Zuckerrohr gemahlen auch. Ja. Und beim Rohrrohrzucker sieht man schon, dass es heller ist. Da ist es wieder anders behandelt auch. Ja. Ich meine, so natürlich wie möglich ist immer das Beste auch. Genau. Ja. Besten wäre mit Früchten zu süßen, aber ja, bei manchen Rezepten kann man das nicht verwirklichen. Da kommt auch 150 Gramm, das ist so eigentlich für Kuchen. Dann. Ja, es schmeckt auch ein bisschen anders, schmeckt so ein bisschen malzig. Okay. Riecht man. Ja. Riecht ein bisschen ungewohnt einfach, gell, vielleicht. Aber der raffinierte Zug ist auch wirklich nicht zu empfehlen. So. Ja. Dann habe ich ein Weinsteinbackpulver, das phosphatfrei ist. Kommt dazu. Und dann Sojamilch. Und dann Sojamilch, genau. Genau. So. Ah ja, ganz vergessen habe ich noch. Und zwar, dass es schön locker wird, kommt da Sojamehl. Sojamehl wird eigentlich genauso verwandt wie Ei auch. Das macht den Teig sehr locker. Und man kann Sojamehl auch als Stärkungsmittel einfach einnehmen, wenn man das einfach mit Wasser und Honig vermischt, kann man das auch trinken. Das tut sehr, sehr gut auch. Also gerade wenn man so Mangelerscheinungen hat, ist das ein Stärkungsmittel auch. Ja, Soja ist ja sowieso die. Ja, ich denke. Ein Klassiker in der pflanzlichen Ernährung. Gut, das haben wir dabei. Eine Prise Salz. Salz haben wir hier. Und dann kommen genau. Kirschen dazu. So. Nein, noch nicht. noch nicht. Jetzt kommt erst die Milch noch. Das ist die Flüssigkeit, damit sich das gut verrührt. Die macht es dann. 350. Hat die Donauwelle eigentlich was mit der Donau zu tun? Ich meine, die fließt ja hier irgendwie. Deswegen heißt es bei hier Donauwelle. Vielleicht und bei uns Schneewittchenkuchen. Also das ist, hier braucht man keinen Thermomix, hier kann man das sehr schön einfach rühren. Okay. Dann muss, ist ja auch schön, wenn man manchmal Sachen auch zur Hand macht. Ja, eben. Handarbeit ist immer ganz gut. Der ist noch relativ flüssig, das sieht man jetzt hier. Und jetzt muss der einfach ein bisschen stehen. Dann quellt der nach. Ja, und dann kommt er aufs Blech. Und dann kommen die Sauerkirschen. Okay. Die werden nicht runtergemischt, die werden einfach obendrauf. Und das habe ich schon fertig vorbereitet. Dass es, und dann sacken die beim Backen praktisch alle innen rein. Und sieht das nachher aus. Okay. Den lassen wir dann quellen. Das heißt, den bearbeiten wir jetzt? Den bearbeiten wir. So, also bei der Donauwelle, wie beim Schneewittchenkuchen, kommen noch zwei Schichten, eine weiße und eine schwarze. Genau. So genau. Es ist eigentlich eben, deswegen kam ich auf das Tiramisu. Deswegen sage ich mir erst die Donauwelle, danach habe ich Tiramisu entwickelt, wo ich dachte, es ist dann einfacher, weil geht halt schneller, Tiramisu. Ja, und heute gibt es beides. Ja, ich weiß auch nicht warum. Gut. Okay, also jetzt kommt eigentlich auch die Füllung, die ist wieder ähnlich auch. Also deswegen sieht man, dass das Rezept dann doch zusammen entwickelt worden ist. Kommt auch. Das ist eine Studie in der Variation von Rezepten sozusagen. Ja, genau. Und deswegen kann jeder dann sein eigenes noch kreieren, weil er kommt einem noch ganz andere Ideen auch. Und kann er den nächsten Serum-Kochkurs machen, ne? Ja, man kann auch jetzt diese Creme, wenn man jetzt einen Erdbeerkuchen machen will, mache ich das ohne Kirschen, mache ich nur diesen Teig, dann mache ich diese Creme und Erdbeeren obendrauf. Ja, okay. Also das kann ich so viel variieren, wie ich möchte. Ersetzt quasi die gut bekannte Sahnetorte sozusagen. Genau, genau. Und man hat keine Reue hinterher. Das ist schön. Man ist auch nicht so voll. Man kann da wirklich ein großes Stück essen und hat nicht hinterher dieses Völlegefühl. Ich mix mal jetzt die Hirse zuerst, dass sie ein bisschen feiner wird. Gut. Jetzt ist quasi dasselbe. Außer die Cashewnüsse mache ich hier nicht rein. Weil hier noch ein Guss, ein Schokoladenguss oben drauf kommt und dann wäre das einfach zu fettig. Deswegen habe ich hier nur ohne Nüsse. Ja. Ja. So. Gut. Wieder Zitrone. Okay. Mit Schale. So wie vorher. Genau. Das ist. Also wenn man das vergisst, da fehlt was. Also das ist ganz, ganz wichtig.
früher immer geglaubt, dass es Gift ist. Aber so kann man sich täuschen, ne? Ja, ich denke, sie sollten unbedingt Bio sein. Ja, klar. Und das ist sonst, denke ich... Dass man wirklich ohne Reue genießen ja, kann. Ja, genau. Aber sonst... So. Ja, sieht schon schön aus. Gut, gebe noch den Saft dazu. Die lässt sich, wenn sie geschält ist, nicht mehr so gut ausdrücken. Dann rutscht man immer irgendwie weg, wenn sie da die Schale verloren hat. Ist das. So. Gut. Da kann ruhig das Fruchtfleisch, das macht nichts, wenn das dabei ist. Okay. Die Kerne stören im Endeffekt auch nicht. Also kann man die Bohne mehr oder weniger ganz verwenden. Ja. Okay. Und dann noch die Süße. Die haben wir hier schon stehen. Auch nochmal 120. Jetzt dauert es wieder. Ja, die Kamera ist nicht. Ja, das ist, merkt er wahrscheinlich sofort. So. Gut. Dasselbe in grün wie vorhin. Oder jetzt, erneut in weiß. Oder erneut in weiß, genau. Das sieht ja wirklich gut aus. Also. Übrigens, wo wir schon die Kirschen hier haben, nicht wahr? Ja. Hast du gewusst, dass Kirschen gut sind zum Abnehmen? Zum Abnehmen? Ich habe gelesen, Kirschen sind gut zum Abnehmen. Das liegt daran, weil wenn man viele Kirschen isst, muss man sie langsam essen, weil man sie halt nicht so schnell essen kann. Mit den Kernen. Dadurch hat man einen natürlichen Abnehmeffekt, wenn man so eine Kirsche macht. Aber ja, den hat man vielleicht hier nicht, weil die sind schon im Kern. Nicht wahr? Die sind schon im Kern, die waren auch gefroren. Ja. Die gefrorenen Kirschen sind immer meistens ohne Zucker, die im Glas sind oft gezuckert. Mhm. Deswegen nehme ich gern gefrorene Kirschen, weil wenn sie dann schmecken sie einfach ein bisschen würziger, wenn sie so schon so süß sind, dann ist es einfach fast widerlich süß, wenn alles. So. Kann den noch mal jemand grob ausspülen? Oh ja, ganz bestimmt. Nur grob? Also, den nicht ganz so fein machen. Oh Gott. So ein Hirse ist eigentlich, das dickt sehr schnell nach. Also es wird relativ schnell fest. Das heißt, man hat dann auch eine richtig kompakte Schicht. So. Weil wenn wir jetzt dann den Schokoladenguss da oben drauf bringen müssen, ja, dann muss es ja. Muss es natürlich ein bisschen fest sein. Jetzt hoffen wir das, dass das gut funktioniert. So. Mm. Johanna hat die Brötchen fertig. Darfst du das runterbringen und darfst du das noch mit in der Küche zum Abspülen bringen? Die Brötchen sehen gut aus. 180 Grad, ja. Weiß und schwarz. Weiß Super. Und schwarz. Gut. Und jetzt kommt hier der... Also wenn ich es jetzt ganz schnell haben möchte, könnte ich jetzt genau dich bitten, wieder hier dieses Karo-Pulver drauf zu streuen. Aber das wäre die schnelle Variante und ja, sehr einfach. Aber wir wollen einen richtig guten Schokoladenguss da drauf machen. In dem Fall bin ich dann jetzt nicht gut genug dafür. Nein, nein, nein. So ist es nicht. Was kommt denn da rein in diesen Guss? In diesen Guss kommt pürierte Datteln. Datteln. Dattelmus sozusagen auch. Ich liebe Datteln.
Ja, das sieht dann so schon aus. Die Datteln, hast du schon vorbereitet? Ja, weil die Datteln müssen einfach eingeweicht werden über Nacht, damit die richtig weich werden. Dann werden sie ganz fein püriert, dass man da auch nichts spürt. Das ist also wie eine richtige Masse ist. Ja. Und Datteln hat eine angenehme Süße, ist halt einfach nicht... Ja, das ist super. Das schmeckt nichts vor. Das schmeckt irgendwie, Rosinen schmecken nicht gleich wie Datteln. Also das schmeckt man immer irgendwie zu fruchtig. Und Datteln für Schokolade ist ganz, ganz gut geeignet. Ich habe gelesen, dass Datteln tatsächlich ein traditionelles Hustenmittel sind. Ja. Also wenn man Husten gehabt hat in Arabien, hat man Datteln gegessen. Genau. Das beruhigt die Bronchien. Mit 100 Gramm Datteln mit 1,5 Liter Milch. Gekocht, püriert und dann getrunken. Das schmeckt ganz, ganz, ganz lecker. Wow. Wenn ich das nächste Mal Husten habe, werde ich mal Datteln ausprobieren. Gerade bei trockenen Husten ist es ganz, ganz gut auch. Und Datteln ist ein unwahrscheinlicher Energiespender. Also ich esse morgens eine große Menge Datteln und dann habe ich lange, lange, lange keinen Hunger. Das ist also wirklich was Energie und auch, sagen wir mal, wirklich, dass man lange satt bleibt auch. Hat viele Ballaststoffe und ist ein sehr hochwertiges, hat wenig Eiweiß, aber sehr hochwertig, was sehr gut aufgenommen werden kann auch. Ja, die Araber nennen es die Quelle des Lebens. Ja. Das muss man sich überlegen. Und ich habe hier welche mitgebracht, nachher auch zum Probieren. Also weil es schmecken nicht alle Datteln gleich. Okay. Also die sind die besten. Okay. Also in Deutschland zu kaufen die besten. Es gibt garantiert woanders bessere auch. Die kommen so quasi direkt aus der Wüste. Ja, und die gefüllt mit gerösteten Walnüssen oder Erdnüssen kann man also nicht genug kriegen. Muss man irgendwann stoppen. Muss man stoppen, weil die Richtigkeit sagt auch das Gute in Maß. Genau, genau. Das ist das. Auch nicht zu vergessen. Das ist das. Ich habe noch was anderes mitgebracht wegen der Hirse. Wir haben vorhin gerade gesagt, die Hirse ist stürzfähig. Das kann ich kurz zeigen, bis der Thermomix wieder da ist. Ah ja. Ich kann Hirse. Ist schon da. Ist schon da. Oh, das gibt es ja nicht. Schneller. Aber das Kokosöl fehlt noch. Irgendwas. Auch schon da. Wo? Ach, das gibt es ja nicht. So schnell seid ihr. Aber ich zeige es trotzdem, das habe ich schon in der Hand. Und zwar habe ich auch die Schüssel ausgespült. Und dann kann ich jetzt, ich stürze das einfach mal. Ich hoffe, dass das, kann ich das schon vorbereiten für Besuch. Mit Gewalt geht es auch nicht. Müssen wir es anders machen. Dann haben wir den. Ja, wenn wir eins hätten. Doch, wir hatten irgendwo eins. Hier, guck mal. So, mal gucken. Das ist immer der berühmte Vorfall. Ja, genau. Zu Hause ging das doch alles gut. Jetzt schauen wir mal. Es liegt einfach an der Schüssel. Ja. Rein ging es besser. Das gibt's doch nicht. Na. Also die Hirse ist wirklich sehr dick geworden. Die ist einfach fester geworden als gewollt. Jetzt löst sich die ganze Sache. Jetzt habe ich es nicht mehr ganz mittig. Also kann ich in kleine Kompottschälchen, kann ich das machen, kann einfach da so für Leute schon vorbereiten. Ja. Ich kann auch da Ananasscheiben machen. Ich kann das, die ganze Schüssel auslegen, dann die Hirse reinfüllen und das stürzen. Ich könnte sogar jetzt oben drauf Zwieback machen, dann drehe ich das um, dann habe ich wieder einen Kuchen. Wahnsinn. Ja. Also Kuchen leicht oder einfach mit, und jetzt gerade im Sommer kann ich es im Kühlschrank haben, schön kühl, wenn du willst, kannst du dann rausholen und so weiter. Also. Der geht wieder ab. Also Hirse lässt sich sehr, sehr gut stürzen, wird sehr fest auch. Das wollte ich damit nur zeigen. Das haben wir demonstriert? Genau. Jetzt haben wir hier alles parat. Kokosöl. Kokosöl. Ah ja. Ja, ist schon. Kokosöl sieht normalerweise so aus. Weiß, fest. Mhm. Und wird bei Zimmertemperatur flüssig. Okay. Also die ganzen Tage war es bei mir flüssig. Heute ist es ausnahmsweise wieder fest, weil es jetzt nicht mehr so warm ist. Das ist geschmacksneutral, sonst gibt es auch mit Kokos, also wo hier ist es neutralisiert, der Geschmack. Ja. Aber sonst schmeckt es nach Kokos und das find, wer Kokos mag, ist das kein Problem. Ja? Wir haben ja gesagt, wir mögen haben ja Kokos heute. Drinne. Genau. Jetzt kann ich das ein bisschen rüberstellen. So. Ein bisschen Platz. So, jetzt kommt der Guss. Genau, der Guss. Aus einem Guss. Jetzt kommen die pürierten Datteln. Mhm. Ich könnte das jetzt im Thermomix alles ineinander machen, aber ich denke, das ist deswegen durch die Vorbereitung ist jetzt einfacher, weil der alte Thermomix braucht immer eine ganze Menge, damit er klein mixt. Okay. Und das wäre jetzt einfach zu wenig für diese, dass es richtig fein macht, deswegen habe ich da mehr gemacht. Gut. Okay. Dann das Kokosöl, das ist schon abgemessen. Fett ist auch ein Geschmacksträger, deswegen schmeckt es besonders gut. Ja, das stimmt.
das ist wahr. So. Und Getreidekaffee, den darf man nicht vergessen. Also bei einer Schokoladencreme darf man Getreidekaffee nicht vergessen, weil schmeckt sonst ganz fad auch. Schmeckt's nicht. Warte mal, und da ist es. Karo-Pulver noch, oder? Das ist Karo. Karo und dann kommt noch Karob. Dann kommt Karo und Karob, genau. Genau, das darf man nicht verwechseln. Also ein Teelöffel Karo-Kaffee und jetzt kommt wieder das mit dem Sieb zum Einsatz. So. Eins. Zwei. Und das. Und ein bisschen Vanille. Mhm. Das wird dann einfach ein bisschen lieblicher. Für den Geschmack. Genau, einfach nur für, kann man aber auch weglassen, wenn man das nicht hat. Je nach darauf Belieben. Muss man das nicht, kommt es nicht drauf an. Ja, das ist schön. So. Sieht schon schokoladig aus. Ich mixe es noch einmal. Hat es die Konsistenz? Jetzt hat es ganz gute Konsistenz. Wow. Zeigen wir dann die Kamera. Kamera. So, muss ich mal gucken. Sieht gut aus. Es ist noch ein bisschen. Sollen wir, wir warten noch ein bisschen mit Moment dem, warten. Machen das letzte dann. Und dann tun wir das danach dann auf. Genau, ja, genau. Halt ich mache es nur in den Topf rein, bis wir den Thermomix wieder haben. Also man kann wirklich sehen, Hirse ist vielgestaltig. Das glaubt man gar nicht. Viele Dinge, die man tun kann. Hast du eigentlich gewusst, dass Hirse sogar in der Bibel vorkommt? Es gibt einen Vers in der Bibel, da kommt Hirse vor. Und zwar einen einzigen. Das ist der Vers, wo der Hesekiel sich auf die Seite legen soll. Ja. Und dann soll er sich dieses Brot backen aus Linsen und aus Weizen und Getreide und Hirse. Und dieses Brot soll er 390 Tage lang essen. Stell dir das mal vor. Über ein Jahr. Über ein Jahr lang. Immer dasselbe. Boah. Da sind wir froh, dass wir hier bei Zero ein bisschen mehr Abwechslung haben. Ja. Aber das war natürlich, hatte eine symbolische Bedeutung. Denn diese Tage stehen ja dort für... Ja, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Aber Hirse kommt tatsächlich das eine Mal in der Bibel auch vor. Aber er hat wahrscheinlich gewusst, dass Hirse was Gutes ist, dass es ein ganzes Jahr lang essen kann. Ganz genau. Ich meine, Geschmackssache ist dann, irgendwann hängt es einem zu den Ohren raus, aber gesund für den Körper reicht es aus. Er wird es gut überlebt haben. Ja. Gut. So, lassen wir noch ein bisschen. Das heißt, wir kommen jetzt zu dem Pudding. Genau. Das richtig sehe. Das heißt, wir haben so den mache ich. Eine starke süße Abteilung. Eine starke süße Abteilung. Weil den Pudding mache ich ganz, ganz gern zum Frühstück. Ist immer sonntags gibt es bei uns Schokoladenpudding. Hi. Wenn ich dazwischen komme, weil der ist jetzt auch mit Datteln gesüßt. Ja. Also da ist nichts anderes drin. Datteln, Hirse, Nüsse. Nüsse? Ah nein, Kokosmilch. Kokosmilch kommt da. Mit Kokosmilch. Also wer eben auch kein Soja mag, ist das eine gute Alternative, mit Kokosmilch das aber zu machen. Kokosmilch ist was anderes als Kokoswasser, oder? Weil Kokoswasser ist das, was... Ja. Aber das ist dann vom Fruchtfleisch quasi... Genau, okay, genau. Okay. Das ist also dicker auch. Gell? Ja. Und das kann man ganz, ganz gut auch morgens. Als guter Start ist das. Also Hirse mit Datteln und das passt sehr, sehr gut auch. Gut, da kommen jetzt auch wieder Hirse. Ja. Wie erwartet. Ich kann auch Hirse mit Früchten mixen. Das ist, habe ich auch gedacht, das wäre noch eine Variation auch. Also es muss nicht immer nur schokoladig sein. Gibt es eigentlich irgendwas, was man nicht mit Hirse machen kann? Okay. Jetzt habe ich mir, warte ganz kurz. Nein, ich habe jetzt da. Hier bist du im Pudding. 800 Gramm. Jetzt habe ich nämlich was. So, das passt. Also es haut fast hin mit unserem Topf Hirse. Ich glaube, kriegen wir alle unter. Gut. So fast. Dann kommt die Kokosmilch. Die kriegt man auch überall zu kaufen? Kriegt man im asiatischen Läden, okay.
aber auch bei Edeka. Man muss immer ein bisschen gucken auf die. Es gibt ist wo ja nicht nur, so gewöhnlich jetzt, sag mal. Ja, es gibt aber auch da, wo nur keine Zusatzstoffe sind, wo nur Wasser, ja. Kokosmark okay. drin ist. Manchmal sind eben ein paar mehr Zusatzstoffe. Was kann man ein bisschen abwägen auch, dass man da immer ein bisschen was Besseres kauft. Schauen, genau. Man könnte es aber auch dann mit Sojamilch machen, oder? Ja, mit Sojamilch, mit Reismilch. Und dann kommen die. Es ist jetzt, wenn ich normalen Puddingpulver, okay. wenn ich normales Puddingpulver mit einer Sojamilch oder einer Reismilch koche, so wie ich normal Schokoladenpudding koche, ja. sagen mir, oh, das schmeckt überhaupt nicht, weil das wässrig ist. Ja. Mit Kokosmilch passiert das nicht. Okay. Das wird anders und deswegen auch, gerade mit Hirse ist sowieso nochmal anders. So. Gut. Wieder das. Die Datteln sind drin, die Hirse ist drin, die Kokosmilch ist drin, der Karob fehlt noch. Der Karob. Karob, weil das doch manches ähnlich ist, dass man nicht durcheinander kommt. Dann auch ein bisschen Getreidekaffee. So. Also ich freue mich schon richtig auf die Verköstigung. Und Vanille. Vanille, habe ich die auch versorgt. Gut. Es ist noch ein bisschen hell, ich mache da noch ein bisschen mehr Karre, obwohl das so hell ist gar nicht, gell? Salz. Doch dann würde man sonst ein bisschen mehr Karre reinmachen. Ja, ich mache noch einen Löffel rein. Kann ja nicht schaden. Sehr gut auch für Darmerkrankungen, für Durchfall wird das gerade da in den Ländern, wo das wächst, die kennen das gar nicht als Schokoladenersatz. Unbedingt, die nehmen das bei Durchfall, bei Magenbeschwerden und Darmkrankheiten, nehmen die Karob an. Jetzt als Arznei. Ja, als Arznei. Weil ich wollte dann in meinem Geschäft Karob kaufen und ob ich Bauchweh habe. Sag ich nein. Du willst Pudding machen. Genau. Mal kurz probieren. Ist eigentlich auch praktisch, wenn die Medizin wie Pudding schmeckt. Genau, genau. Die Nahrung soll ja unser Heilmittel sein. Von dem her passt es ja ganz gut auch. Passt das. So. Ich weiß nicht, wie das in eurer Familie ist, aber bei uns mag nur einer gern Puddinghaut. Also ich mag sie nicht, deswegen mache ich, ich mache auch jetzt eine Auflaufform, damit das schneller kühlt, weil das doch noch ein bisschen warm ist. Da kann man es noch mal kurz in den Kühlschrank stellen. Und jetzt, dass es dann oben keine Haut gibt, mache ich gern Nüsse, gehackte Nüsse oder jetzt mache ich Kokos obendrauf, weil eben auch Kokosmilch drin ist. Ja. Dann gibt es keine so Haut. Mhm. Und ganz gut schmeckt es auch mit Cornflakes. Drunter gemixt, auch zum Frühstück. Ja. Also man kann also oder mit Bananen. Seiner Fantasie. Ja, genau, sagen, Bananen, mit Bananen das schmeckt das sehr, sehr gut dazu auch. Banane gut dazu passen könnte. Ja. So. 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 Warte mal. Dann habe ich irgendwo noch Kokos stehen. Dass das da ein bisschen. Wie der aussieht. Ja. Gut. So. So. Das kann dann auch in den Kühlschrank. Und jetzt versuchen wir das mit dem Guss. Jetzt kommt der Guss noch und dann haben wir schon fast alles dann quasi. Ja. Also das ist immer so eine Sache, das kostet mich immer ein bisschen Kraft, dass ich das fein drauf bringe. Okay. Also ich mache das verteilt, das ist immer ein bisschen grob. Weil da braucht man so ein bisschen Feingefühl, dass man nicht die weiße Creme mit. Ja, dass man die gleich mitzieht. So. Mit vermischt. Ja. Ja, wäre auch kein Verbrechen. Also aber dann ist es keine. Sieht halt dann nicht so aus. Keine richtige Donauwelle mehr. Genau. So. Jetzt mache ich das, versuche ich das ganz vorsichtig. Gut.
Klappt schon. Klappt. So. Ja, gut. Super. Das war's. So ungefähr. Fantastisch. Okay. Damit haben wir im Prinzip fast alles. Wir wollen aber noch etwas ganz Besonderes zeigen. Genau. Zum Abschluss. Und zwar ist es die Hirse gekeimt. Die gekeimte Hirse. Gekeimte Hirse. Jetzt, warum lässt man Hirse keimen? Was ist das Gute daran? Also, wenn man Hirse keimt, also alles, was man keimt, dann fängt das ja an zu wachsen. Das fängt an zu leben. Zu leben, genau. Da ist Leben drin. Da kommt Leben dazu. Und das ist, dann werden diese Nährstoffe, Enzyme, werden alles potenziert, multipliziert. Ja. Es werden Strukturen verbessert, dass der Körper es besser aufnehmen kann. Also es ist was ganz Besonderes. Gerade im Winter, wenn man nicht so viel Frisches hat und isst dann viel Gekeimtes, kann man also das sich gut auf, also gut versorgen mit dem, was man sonst einem sonst fehlen würde. Auch. Was muss man dann tun, um es keimen zu lassen? Also das Hirse, also da geht diese gekaufte Hirse nicht, diese weiße, das muss dann diese ungeschälte sein, diese braune, die man sonst nicht isst, die wird 12 Stunden eingeweicht und dann wird die jeden Tag 2-mal gespült und dann wird das so schön schräg aufgestellt. Das ist Wasser, wird vorher, das ist Wasser, so rum, dass das Wasser ablaufen kann und dann nach 3 Tagen kann man das schon essen. Wow. Also man sieht sofort, dass das nachher, diese Keime, die müssen gar nicht so lang sein, aber Hirse ist trotzdem ein bisschen hart. Ja. Also wir probieren das nachher, ist trotzdem ein bisschen bissfest. Man kann das auch, wenn man jetzt meinetwegen einen Brei gemacht hat morgen oder eine Suppe, einfach kurz am Schluss mit reinmachen, dann ist es leichter halt. Dann wird's leichter. Aber man kann es gut kauen, wir haben ja trotzdem Zähne auch. Müssen also es ist nicht mehr benutzen. So wie das, nicht mehr so wie das jetzt auf alle Fälle. Das ist nochmal eine ganz andere Variation von Hirse und sicherlich eine auch der besten sogar vielleicht. Ne? Ja, auf alle Fälle das Beste, würde ich sagen, gekeimte Hirse. Wow. Ja, man muss immer dranbleiben. Man sollte eigentlich wirklich immer wieder gekeimtes Getreide oder andere Sachen gekeimt zu Hause haben. Das ist wirklich was Besonderes auch. Ja, da sieht man, dass pflanzliche Nahrung wirklich lebendig ist. Nicht wahr? Genau, genau. Ja, wenn du so Rindfleisch irgendwie so hintust, da sprost nichts. Da passiert nichts mehr. Genau. Und ich habe noch was zum Trinken nachher dabei. Ja? Und zwar ist es, weil wir vorhin auch über Zitronen hatten, das ist Zitronenlimonade. Ohne Hirse. Ohne Hirse? Tatsächlich. Da haben wir was ohne Hirse. Ich dachte, dann denken die kann nichts anderes, als nur mit Hirse was zu machen. Nein, das mag ich ganz, ganz gern auch. Und Zitrone ist, wenn ich jetzt, wir haben früher immer Wasser mit bisschen Traubensaft getrunken. Ja. Aber das kurbelt immer die Verdauung an. Das ist nicht so gut, zwischen den Mahlzeiten sowas zu trinken. Und bei Zitrone passiert das nicht. Echt? Passiert das nicht. Zitrone kann man immer trinken. Also nicht gleich nach der Mahlzeit, aber ein bisschen zwischendrin auch. Okay. Tut einfach den Hunger auch dämpfen. Das habe ich nicht gewusst, das ist ja gut. Bevor ich Hunger habe und die Zeit noch nicht da ist, wo ich was essen kann oder sollte, ist Zitrone sehr, sehr gut. Kann ich mich selbst überlisten auch. Schön. Und wir haben ja gesagt, das senkt den Blutdruck, hat so viele gute Eigenschaften, Zitrone ist. Und da ist ganz gut vom Geschmack her, wenn da ein bisschen auch mit Schale drin steht auch. Also das schmeckt ein bisschen herzhafter auch. Und das ist mit Stevia gesüßt. Ah, mit Stevia, mögen Kinder sehr, sehr gern auch. Ja. Ist es trotzdem süß und trotzdem gesund. Genau, haben wir in einem der letzten Kochkurse schon ausführlich besprochen, Stevia. Ja. Eine tolle Sache. Gut, das heißt, wir haben jetzt die Hirse in allen Variationen gesehen. Ja. Und wir werden jetzt gleich zum wichtigsten Teil des Kochkurses streiten, nämlich zur Verkostung. Oh. Wir müssen schnell sein, bevor der Kameramann seine Kamera abgemacht hat, muss alles schon weg sein. Wir haben, wie gesagt, vielleicht haben Sie es schon gesehen, alle Rezepte dort ausgelegt. Ja. Es gibt kein Copyright drauf, das heißt, man darf sie gerne benutzen und auch verändern. Auf alle Fälle. Und wir werden sie dann auch im Internet dann unterhalb des Videos dann als Download zur Verfügung stellen für alle, die das jetzt dann später gesehen haben und denen auch der Zahn getopft hat, um das dann nachzukochen und nachzubacken. Ich würde vorschlagen, ich denke, jetzt wird das noch kurz vorbereitet werden, das Essen. Mhm. Und wir werden noch ein paar Minuten dann warten, bis alles soweit ist. Vielleicht beten wir einfach zum Ende dieser Vorführung und zum Essen dann schon und danken. Ich glaube, hier das können wir mit gutem Gewissen jetzt schon danken, dass es Essen bekommt. Dass es bekommt. Ja. Und vielleicht stehen wir dazu auf für ein Gebet zum Essen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen. Dank sagen, dass du eine so wunderbare Welt geschaffen hast mit so wunderbaren Getreidesorten und vielen anderen Dingen. Hab Dank, dass wir heute so viel über die Hirse lernen konnten und über die verschiedenen Dinge, die man mit der Hirse machen kann.
Wir danken dir für all das, was jetzt vorbereitet ist. Bitten dich, dass es uns gut schmeckt, dass es uns gut bekommt. Und segne das Essen, segne auch die Gemeinschaft miteinander und hab Dank für diesen Tag. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Damit. Ich habe noch eins vergessen noch, weil wir vom Kokosöl hatten. Ich habe noch ein anderes Kokosöl zum Probieren mit. Wir nehmen seit Jahren keine Gesichtscreme mehr, also nichts mehr zum Eincremen, auch nach Sonnenbrand und so. Wir machen alles mit Kokosöl. Ja, okay. Da habe ich ein bisschen ätherische Öle, kann man dazu machen. Das ist jetzt hier, ich weiß gar nicht, Teebaumöl dabei. Also kann man gerne probieren nachher auch. Sehr gut. Nicht zum Essen, zum Einschmieren. Sehr wichtig vielleicht dazu. Ja, nicht das probieren. Genau, die haben wir. Genau, damit danken wir dir, dass du gekommen bist, den weiten Weg, nicht nur von der Donau, sogar vom Bodensee. Ja. Auf dich genommen hast. Es ist die Bodenseewelle. Die Bodenseewelle, genau. Ich möchte noch ganz kurz darauf hinweisen, dass wir im nächsten Monat wieder einen Kochkurs haben. Dann wird es um Obst und Gemüse der Saison gehen. Und das wird dann Mitte Juli sein. Genauer Termin liegt dort auch aus. Können Sie sich informieren. Und dann werden wir wieder neue interessante Rezepte haben. Bis dahin wünschen wir einfach gutes Gelingen beim Nachkochen, Nachbacken und viel Freude mit Zero Üben. Bis dann.